Hallo ihr Lieben, wir haben den 1. August und der erste Gartenrundgang diesen Monats ist dran. Außerdem gekoppelt wieder mit Spermischätzen oder was man sonst noch in meinem Garten gefunden hat. Also es gibt ganz viel zu zeigen, ganz viele schöne Dinge. Es gibt ganz viele tolle Dinge zu zeigen, also bleibt dran. Ich lege direkt los, ich zeige euch ein paar Spermischätze und was man sonst noch in meinem Garten gefunden hat, kommt so nach und nach im Gartenrundgang dann zum Vorschein. Also komm mit! Zunächst einmal geht es in den Bunker und zwar, wie gesagt, Spermischätze. Ihr könnt schon erkennen, außer diesen beiden Schienen, auch letztendlich wo drauf steht, habe ich ein ganz tolles Metallregal abgestaubt, könnte man sagen. War nicht weit entfernt auf dem Weg zum Garten, schon 2-3 Tage her, wo ich da dann mal zugeschlagen habe. Was habe ich noch Neues in meinem Garten? Ein Stück weiter für meine Foodsharing-Sache. Noch so eine kleine Kiste habe ich heute von meiner Mutter mitgekriegt. Mein Vater war vorhin da und, oder letztendlich auch gerade da und hat mir die Sachen vorbeigebracht. Wir haben vorhin schön das Auto vollgepackt mit Dingen, die sie nicht mehr brauchen. Und ja, da gibt es noch mehr zu zeigen. Ja, ihr wisst ja, ich liebe meine Tomaten und hier gibt es so viel Schönes zu entdecken. Wenn ihr mal seht, da ist ohne Ende dran. Nach da oben. Und hier hängt noch viel mehr. Alles schön am Wachsen und Gedeihen. Die Tomatenpflanze kommt auch gut raus mittlerweile. Da werde ich mal weiter darauf achten, dass das nicht zu viel wird und das alles anbinden und stabiler machen. Und hier hängt alles voll. Ich habe auch fleißig geerntet die letzte Zeit. Wer Instagram verfolgt, ich werde unten nochmal einen Link reintun. Der wird schon gesehen haben, was ich für schöne, tolle Tomaten geerntet habe. Überall, wo das so ein bisschen rot durchleuchtet, hängt auf jeden Fall noch was. Direkt da hinten habe ich schon ordentlich ausgedünnt. Ja, toll. Ich erfreue mich megamäßig daran. Es ist echt schön, das nach und nach hier wegzuernten. Dann habe ich noch diese Luftpumpe mitgenommen. Die war da auch auf dem Sperrmüll. Hier nur ein Manko. Ist hier unten ein bisschen locker, aber das lässt sich auch fixen, da lässt sich mir was einfallen. Das Einzige, was ein bisschen Probleme bereitet beim Aufpumpen. Ansonsten habe ich hier jetzt eine Pumpe für meine Schubkarre und muss die nicht immer von zu Hause mitschleppen. Das gefällt mir gut. Dann ist leider auch mal was Doofes passiert, aber ich nehme die Dinge, wie sie kommen. Und ich bin überlegen, wie ich das irgendwie zum Positiven verwandle, aber das werdet ihr nicht jetzt sehen. Lasst euch überraschen. Vielleicht passiert aber auch gar nichts mehr. Mal gucken. Und zwar der gute Apfelbaum. Dem wurde ein Ast dann doch zu schwer. Und das sieht jetzt so aus. Leider abgebrochen. Ich hatte ihn schon auf dem Zettel. Genau den Tag, wo ich ihn stützen wollte, ist er gebrochen. Er ist noch nicht gänzlich ab. Deswegen letztendlich werden die Äpfel jetzt noch versorgt. Das Ding liegt hier nach links weg. Ist auch echt gut schwer gewesen. So sieht's aus. Und der andere, der hat ja hier die Krücke gekriegt und dem geht's gut. Alles voll Äpfel, guckt euch das an. Ja, ich habe aber noch einen entdeckt heute, den ich unbedingt schützen möchte. Das wird der hier sein. Und naja, vielleicht verbinde ich das noch mit dem schon abgeknickten Ast und ja, fix das auf irgendeine Art und Weise. Ich habe auch gehört, dass Äste zusammenwachsen können. Den Tipp habe ich von Pascal gekriegt. Erinnert ihr euch? Ich habe ja so einen 1000-Liter-Tank geschenkt gekriegt. Ja, ansonsten gibt es da oben erste rote Äpfel. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ich tue es. Doch, da kann man sehen. Da. Und etwas höher und so sind auch schon die ersten richtig roten zu sehen. Allerdings geht es auch, ein paar Äpfel geht es nicht gut, aber im Großen und Ganzen sieht das echt toll aus. Dann hier angekommen noch ein paar Pflanzen meiner Mutter. Oder von meiner Apfelmutter, die sind jetzt bei mir. Fahren irgendwas Blumiges und den anderen Namen weiß ich jetzt nicht. Sie hat mir den Namen mitgegeben, ich habe die auch irgendwo stehen. Also sie stehen auf dem Handy, mit dem ich gerade filme, also wird das nichts. Ja, ansonsten überall verteilt Insektentränken, super wichtig bei dem Wetter. Kann man es wunderbar beobachten, die freut sich, dass hier Wasser ist. Also ich möchte nochmal aufrufen, Leute, stellt euch sowas im Garten, so wie ich, ein paar Steinchen rein, Wasser, irgendein Gefäßschälchen. Aber nicht nur Wasser so, weil die können auch absaufen und dann sterben sie in dem Wasser. Also Steine ganz, ganz wichtig. Ja, die freut sich. Ja, ich habe hier auch noch ein paar mehr. Ich werde auch gleich nochmal Wasser nachfüllen. Dann wunderschön zu beobachten. Mais kommt. Ich bin begeistert.
Ich habe zwar nicht so mega große Pflanzen, aber es spielt auch keine Rolle. Ich finde die Dosis fürs erste Mal echt toll. Hier oben sieht das dann so aus. Ich weiß nicht, ob das alles Samen nachher sind. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht weiß einer was, dann bitte unten mal in die Kommentare schreiben. So sieht das aus, bevor das rauskommt. Dann gibt es noch meine tollen Mini-Hochbeete direkt neben mir. Ja, und es wächst und gedeiht, was die Tomaten angeht. Ihr könnt das sehen. Muss auch nichts nachziehen. Also ich bin ziemlich begeistert von diesen ganzen Seilsystemgeschichten. Ich habe so wenig Arbeit damit. Nur letztens, wo es mal ein bisschen stürmisch war, musste ich mich drum kümmern. Da haben wir noch eine schöne Tomate. Ich hoffe, sie wird noch scharf. Hier sieht es toll aus. Die Minze hat sich erholt. Hier sind richtig schöne. Gehen wir näher ran. Auch hier ganz toll. Ja, ich weiß noch, da gab es in meinen Kommentaren Skeptiker, aber ich finde, die sind auf einem super Weg. Übrigens, mein Vater hat genau die gleichen Tomaten und ganz andere Erfahrungen mit anderer Anbauweise. Da aber einen anderen Tag mehr zu. Basilikum wächst super. Erinnert ihr euch noch, wie ausgedünnt das Ding war? Das kommt. Hier die Minze hat sich auch ein bisschen erholt. Ja, und die anderen Tomaten hier wachsen Bombe. Und ihr wisst ja, wie begeistert ich bin von der ganzen Sonnenblumenangelegenheit. Bin überrascht, wie kurz sie nur halten. Also so spätestens nach 2 Wochen Schluss habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das mit Biosorten dann anders ist, aber die Nicht-Biosorten, die in meinem Garten gefunden haben, die ich gesät habe. Wer die Folgen nicht kennt, ich verlinke euch das mal oben rechts. Ich habe ein Sonnenblumenfeld angelegt, Sonnenblumenhügelbeet zusammen mit der Nele. Ganz tolle Videos. Und so hat das Ganze seinen Anfang genommen. Und es ist so schön, die hier stehen zu haben und so nach und nach zu sehen, wie die Sonnenblumen rauskommen und ja, sich daran zu erfreuen. Es sind so viele verschiedene Farbgebungen dabei. Echt eine tolle Sache. Ich zeige euch das mal. Hier könnt ihr schon sehen, wie sie tot sind. Habe ich aber alles schon mal im Video gezeigt. Da geht die nächste auf. Man sieht, das sind auch dunklere Blätter. Dann hier gut besucht von der Biene gerade. Ja, und dann gibt es hier noch eine ganz Lütte, lange. Ist die nicht süß? Sieht echt toll aus. Ich mag das. Die ganze Vielfalt. Nele und Sven seine, da an der Ecke, die ist auch hin. Aber ein gutes Beispiel für, ich sag mal, Leben findet seinen Weg und auch ein Marienkäfer, ne? Krieg ich den rauf? Den sieht man. Siehst, übrigens super viele Marienkäfer haben in meinem Garten gefunden. Die kümmern sich um die Läuse, so soll es sein. Ja, und hier vorne die Lilly. Die ist auch soweit verblüht. Aber, und das ist das, was ich gerade beschrieben habe, dafür ist an der Seite eine kleine neue entstanden. Super schön. Und die, die super gut besucht ist, die, da sind jedes Mal mindestens 4 Bienen dran. Wie auch jetzt wieder. Wow, guckt euch das an, die sind fleißig. Nutzt die Zeit aus, gönnt euch. Echt schön. Okay, was habe ich denn noch an Sonnenblumen? Kann das nochmal von hier sehen. Überall ist auf jeden Fall was in Gange. Da kommt auch die nächste in der Mitte. Und die süße ist so ein kleines auch leider schon am Verblühen langsam. Ich sehe das. Hast du nicht genug Wasser gekriegt? Also um die Sonnenblumen habe ich mich jetzt ein bisschen mehr gekümmert. Hatte mir Sorgen gemacht, die kriegen zu wenig Wasser. Habe da falsche Tipps gekriegt, glaube ich jedenfalls. Ich habe viel, viel mehr gegossen jetzt und habe sie behandelt wie die normalen Beete. Ansonsten habe ich sie vorher in Ruhe gelassen gehabt. Und ich habe das Gefühl, es geht denen auf jeden Fall besser. Ich sitze übrigens jetzt gerade auf dem kleinen Hocker. Ach so, ich laber zu viel, ne? Ich sollte mal zeigen.
Sieht auf jeden Fall toll aus. Die ist echt klein, aber ich finde zuckersüß. Sieht toll aus. Ja, ihr wisst ja, wie ich mich begeistern kann. Ich hoffe, ich kann euch anstecken. Ja, es geht weiter im Garten. Ich zeige euch mehr. Ach so, hier bei den Kartoffeln war ich wieder bei und die nächsten Ernten. Ich kann sie jetzt leider nicht zeigen. Ich habe kein Foto gemacht. Muss auch nicht immer überall Foto bei sein. Ja, da habe ich die nächsten rausgeholt und es hat sich diesmal echt gelohnt. Die kleinen Kartoffelchen lasse ich da. In Hoffnung, dass vielleicht nächstes Jahr da was rauskommt. Ich weiß es nicht, ob sowas überhaupt geht. Ja, und hier habe ich noch ein Pflänzchen und hier ein paar, die lasse ich noch in Ruhe, bis ich die nächste Ernte brauche dann. Okay, Vanille und Sven wurde schon gut ausgeschröpft. Das sieht ziemlich tot aus, aber da sind noch überall, wo so ein kleiner Hügel noch zu sehen ist, sind auf jeden Fall noch Pflänzchen drin. Sprich, jede Menge Kartoffeln. Ja, und meine Hügelbeete für die Kartoffeln, die sehen jetzt so aus. Ich habe das Gefühl, die werden nicht so groß wie die anderen, obwohl ein bestimmtes Beispiel da dann wieder widerspricht. Aber das ist echt eine Ausnahme. Die haben jetzt auf jeden Fall auch wieder Wasser gekriegt gestern Abend. Ich rede hiervon. Du konntest vielleicht hinten im Hintergrund gerade schon mal ein paar Bildern sehen. Ja, da warten dann nachher die nächsten Kartoffeln auf mich. Und wenn ich dann schon mal hier auf der Ecke bin, ich bin so begeistert, ne? Und am Apfelbaum. Königkürbis wollte nicht, aber dafür sind die Zucchini-Pflanzen echt gut am Abgeben. Ich freue mich da megamäßig dran und habe schon viele, viele Zucchinis geerntet und das Timing war immer gut. Foodtraining habe ich jetzt. Ich habe mich natürlich ein bisschen überfuttert an Zucchini, aber eine kleine Pause und es geht bald weiter. Also ich habe eine noch zu Hause liegen, zwei habe ich vorgestern verschenkt und ja, aber guckt euch das selber an. Toll, oder? Die kommen richtig gut. Die Äpfel sammle ich übrigens obendrauf fürs nächste Jahr. Dass sich da schon eine schöne Kompostschicht quasi nachher bildet. Da kommen auch schon die nächsten wieder. Oder die nächste. Und ja. Hier hängt schon eine dran. Könnt ihr sehen. Die sind schon Blüten und so. Mal gucken, was. Oh, das ist ein Doppelter. Witzig, habe ich auch noch nicht gesehen. Sehr interessant. Ja, übrigens, mein Apfelbaum hat auch regelmäßig Wasser gekriegt. Die Goldrute ist nach wie vor richtig gut besucht von den ganzen Bienchen und anderen Tiere, die anderen Tiere, die das mögen. In diesem Sinne. Ja, weiter geht's. Außerdem hat heute in den Garten gefunden, wie gesagt, mein Vater war da, ich war vorhin bei meinen Eltern, haben wir Sachen zusammengesucht, die irgendwie noch hierher könnten. Zu mir gefunden auf jeden Fall noch diese Aufbauten. Die hier, die sind geeignet für Paletten dann nachher. Die werden dann auch irgendwann ihren Platz finden. Ich denke mir auch schon wahrscheinlich sogar zeitnah. Ich werde vielleicht nochmal Salat im Boden bringen. vielleicht mache ich das mit diesen Verbindungen. Mit einem Hochbeet. Mal gucken. Ja, die Goldraute hier bei meinem ganzen Mulchmaterial, bei dem Heu, der geht es auch richtig gut. Die habe ich eine Zeit lang voll vergessen zu gießen, genauso wie Frauenmantel. Aber man erkennt ihn noch, noch lebt er. Ja, und was jetzt ganz toll ist, ich werde mal rübergehen zu. Ja, es gibt so viel zu zeigen, ihr merkt das. Es ist so viel passiert. Und der Start in diese Woche war auch nicht so der tollste. Und ich schaffe das jetzt auch erst wieder Videos zu drehen und voranzukommen und mit euch meine Freude zu teilen. So, bevor ich mich weiter Zungen verknote, werde ich euch das einfach zeigen. Und zwar richtig toll. Erstmal die Erbsen kommen weiter, ne? Das wisst ihr, habt ihr schon gesehen. Ich habe aber auch schon die ersten Bohnen geerntet. Dafür gibt es auch Bilder auf Instagram. Also wer mich da noch nicht verfolgt, nach wie vor. Unten gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Die sind bei mir zu Hause im Kühlschrank. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und Erbsen, 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 Erbsen. Überall kommen Erbsen. Das sieht echt gut aus. Die Rankhilfe wurde angenommen. Auch eine richtig tolle Sache, wie ich finde. Die Verknüpfungen verknoten sich in allen Richtungen. Da muss ich mal ein bisschen hinterherarbeiten. Ja, und die ganzen Buschbohnen. Ne, die sind hier auch überall am Wachsen. Guckt euch das an. Da sind überall welche zwischen. Auch hier, mein Vater hat mir gesagt, die sollte ich bald mal ernten, sonst schmecken die nicht so gut nachher.
Ich werde beides mal ausprobieren. Übrigens, Läuse bin ich losgeworden. Düngen und so, das funktioniert. Also sprich mit Brennnesseljauche. Haben die sich ganz von alleine verabschiedet und die Marienkäfer helfen mir dann auch ganz fleißig dabei. Ja, hinten habe ich ja noch eine Bohne, mal ganz fix hin. So, hier ist die Bohne. Der geht's auch gut, die rankt sich in alle Richtungen. Die will aber nicht so in die Tiefe, ich dachte, das mögen sie vielleicht auch. Aber ansonsten geht's der gut, kriegt auch reichlich Wasser. Aber im Vergleich zu den anderen ist sie nicht so groß bisher. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, wie ihr wisst. Dill daneben sieht auch gut aus. Oh, da haben wir ein schönes Tierchen. Wer bist du denn? Weiß einer, was das für ein Tier ist? Gerade einen richtig tollen Käfer entdeckt gehabt, aber die Kamera, der Autofokus, das wollte sich einfach nicht scharf stellen. War echt ein interessantes Tier, habe ich vorher noch nicht gesehen. Wenn einer von euch weiß, wie das Tier heißt, dann bitte einmal unten in die Kommentare schreiben. So, und tatsächlich beim Knoblauch-Erdbeerbeet kommen noch Erdbeeren. Da sind noch überall welche dran. Voll toll. Auch hier, oh, die sieht ja schon fast reif aus. Rote Beete wächst. Hier ist alles am Blühen. Ich habe übrigens erste Zwiebeln rausgeholt. Und so sieht das jetzt aus. Ja, und ihr wollt ja noch wissen, wie es der roten Beete geht. Aber das werde ich euch verschweigen. Das Ganze kommt in einem separaten Video, vielleicht sogar diese Woche schon. Ansonsten nächste vielleicht. Mal gucken. Das Ganze ist ein Experiment. Bleibt neugierig, lasst euch überraschen. Ihr wisst ja, das ganze Ding. Also eine rote Beete habe ich ja ein bisschen getriezt und wollte mal gucken, wie weit das Ganze so geht. Und darum geht es auch letztendlich. Geschmackstests, meine Gedanken dazu, wofür ich das benutze und so. Also verfolgt meinen Kanal und ihr werdet dann sehen, wie das da weitergeht und was ich meine. Und hier habe ich auch Zwiebeln rausgeholt. Das eine Loch war es nur. Mehr Zwiebel war das gar nicht. Und überall ist es am Blühen. Übrigens, das schadet euren Zwiebeln nicht, wenn die blühen. Die Petersilie lebt immer noch. Der geht's gut. Richtig, richtig groß ist sie nicht geworden, aber immerhin. Und damit ich sagen kann, ich habe davon dieses Jahr auch genascht, ist das jetzt der Geschmackstest. Ich mag Petersilie. Aber natürlich, ich glaube, Jürgen war das. Du hattest natürlich recht. Kriegt auf jeden Fall nächstes Jahr, denke ich, einen anderen Platz. Vielleicht auch dieses Jahr noch. Ich kam da noch nicht zu. Ich habe jetzt auch die Zucchini ein bisschen ausgedünnt. Wird die Petersilie auch mögen. Und ich hoffe ja, dass bei der Zucchini dann nachher auch noch mal ein bisschen was abgeht. Damit sie jetzt die Kraft in die richtigen Blätter stecken kann, habe ich alles, was so gelb war und klein war und nicht so kräftig aussah, habe ich dann weggemacht. Das liegt hier. Gut, weiter geht's. Ja, und dann vom Sperrmüll auch noch zu mir gefunden. Dieser Spiegel, der sieht echt toll aus. Für meine Zwecke perfekt. Hinten sieht er so aus. Ich denke, sollte mein Garten. Denn von meinen Eltern hier noch. Ich mag diese ganzen Tontöpfe, ne, heißen sie. Die mag ich ja sehr gerne. Da habe ich viele verschiedene Varianten. Die haben zu mir gefunden, auch von meinen Eltern. Dachte ich schon, ich bin durch. Aber ich habe noch das Allerwichtigste vergessen zu zeigen. Im Grunde genommen, alle, die meinen Kanal verfolgen und mein Herz für Foodsharing, kennen das schon. Aber ja, ich wollte euch mal auch auf diesem Rundgang zeigen, wo das Ding gelandet ist. Letztendlich bin ich jetzt hier und habe die dritte Folge vom Foodsharing-Projekt noch nicht online gestellt. Ihr könnt sehen, wo ich bin. Und ja, das Ding ist hier. Und es wird, denke ich mal, bald befüllt sein, das erste Mal. Ja, Foodsharing, wer das noch nicht verfolgt hat. Hier am Zaun habe ich angebaut für alle Besucher, die kommen, alle, die drüber stolpern. Guck mal, von dieser Seite kommt man wunderbar dahin. Also die Geschichte hier liegt mir echt super am Herzen.
Ich habe mehr Teile davon angefangen, ist auch noch nicht fertig. Drei Teile sind auf jeden Fall online. Ein vierter folgt auf jeden Fall hier nach dieser Folge auch noch. Ich habe gemerkt, es muss doch noch ein bisschen mehr Stabilität in die Geschichte. Und es ist noch nicht befüllt. Es ist ansonsten noch nichts zu sehen. Und ich wollte auch, dass das hier einen ordentlichen Platz kriegt. Ich weiß nicht, ob ich da noch buddel, ob ich durch den harten Boden durchkomme. Aber es wäre toll, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Das ist echt eine Herzensangelegenheit. Und ich konnte schon den einen oder anderen anstecken. Und das ist das, was ich möchte. Es geht ums Essen teilen. Aber da fahrt ihr in meiner Foodsharing-Reihe dann mehr darüber. Also drei Folgen sind auf jeden Fall online. Vierte kommt auf jeden Fall noch. Und ich glaube, mit der vierten werde ich das dann wahrscheinlich auch abschließen. Na, Fliege, gefällt's dir? Na, du lässt dich aber lange filmen. Und hast nichts zu befürchten bei mir, ne? Übrigens, die Wicke sieht auch wunderbar aus. Toll. Oh, da weiß ich aber doch noch ein bisschen was zu zeigen. Ich werde mal rüberstiefeln wieder. Ich bin ja jemand, der gerne über den Zaun klettert. Hab ich schon viel Kopfschütteln kassiert. Modern Lemon Queen hat doch noch Wurzeln ausgebreitet und der geht es definitiv besser. Ich habe auch immer fleißig gegossen und ich finde, sieht schon deutlich erholter aus. So sieht das aus. Wenn das blüht, das werden die Schmetterlinge lieben und die Bienchen bestimmt auch. Ja, ich freue mich drauf, wie das nächstes Jahr sich entwickelt. Vielleicht habe ich dieses Jahr noch Glück, dass ich da ein paar Blüten entdecken darf. Vielleicht seid ihr mit dabei. Ja, und auf der anderen Seite, zip, zip, zip. Und auf der anderen Seite habe ich noch, oh, ist das warm, auch noch eine gepflanzt gehabt. Ich habe hier noch den Tank stehen neben mir. Aber, da ist eine Wühlmaus wohl. Oder Maulwurf. Habe ja jetzt gemerkt, die sind auch recht klein. Aber den Pflanzen geht's gut, das ist das Allerwichtigste. Ich zeige euch, wovon ich rede. Wow, die Lemon Queen sieht super aus. Kriegt tatsächlich noch eine Blüte oben. Könnt ihr das sehen? Echt toll. Und wie sieht es bei dem aus? Ah, da auch. Ja, schön. Ich darf das noch beobachten und vor allem, ich darf euch das dann nachher noch zeigen. Ja, das war ein ziemlich langer Gartenrundgang. Ich bin total erfüllt gerade, weil das hat mir echt mega Spaß gemacht. Ich hatte so eine miese Woche bisher und auch einen miesen Sonntag. Und jetzt geht es mir richtig gut. Der Tag war sowieso ein guter Start, aber jetzt so nach dem Gartenrundgang hat es dann nochmal richtig gepusht. Ja, ich bin mal gespannt, was der Tag noch für mich so bereithält. Aber an dieser Stelle hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Es wäre toll, wenn ihr mich beim Foodsharing unterstützen würdet. Ich werde euch noch mehr zeigen, für die, die das noch gar nicht kennen, worum sich das handelt. Und wie gesagt, ich habe euch da ja schon was verlinkt. Das findet ihr oben rechts auch auf dem Info-Button, wenn ihr darauf klickt. Da ist eine Liste, da ist auf jeden Fall das Video mit drin, das erste. Und ich wünsche euch da auch viel Spaß beim Anschauen. Ansonsten sage ich vielen Dank für alle, die bisher gekommen sind. Tschüss, euer Lars. Ich habe jetzt Hunger und Durst. Tschüss. Musik.